Servus, der Marc vom Physical Fitness hier, bei mir ist die Michelle. 15 Jahre jung und ein Bauch vergessen. Du hast übrigens einen sehr schönen Nabel dafür, eigentlich von der Form schön rund, perfekt. Man kann jeden Nabel stechen, auch das wieder fürs Protokoll im Video. Egal, groß, klein, dick, dünn. Aber natürlich gibt es Bauchnabel, die sind easy, und da gibt es Bauchnabel, da muss ich in die Trickkiste greifen. Mhm. Bei dir ist ganz basic. Glitzer, du magst keinen Glitzer, nehme ich an, so wie es sieht. Naja. Aber hättest du es gern so oder hättest du es nicht? Doch, so. Was sagst du? Ja, wenn es dir gefällt. Mit zwei Steinen? Ja. Muss dir gefallen. So. Ich finde es mit zwei Sternen einfach schöner. So. Wie kamst du auf uns? Das schaust du mir ja auch. Ja. Da hast du dich ja dann hoffentlich schon angekundigt, dann weißt du, dass keiner so still ist. Du kannst gerade einfach schnell stehen. Zeig dir das nur schnell einmal an. Lass mir die Arme einfach runterhängen. Ich brauche dich ganz gerade, dass wir das perfekt ausmessen können. Super, einmal in den Spiegel gucken, das sind zwei Punkte hier, oben siehst du hin und den unteren einfach schön gerade mittig durch den Bauchnabel durch. Würde ich genauso lassen. Ja. Passt super. Dann, soll ich den noch schnell ausmachen, die Bauch? Nein. Nicht? Nein. Machst du selber? Ja. Gut, dann leg dich kurz drauf. Aber ich habe mich dafür entscheidet, das rauszumachen, mach es wirklich bald, je schneller, je besser. Weil jeder Tag zählt von der Heilung. Also je schneller es wieder rauskommt, desto schneller heilt es dann wieder besser. Ich hätte aber jetzt gesagt, es ist so geblutet. Ja, das ist entscheidend. Also wirklich, ich würde die entfernen, zuwachsen lassen, dann lieber nochmal neu stehen. Ja gut, erstes gut Nasenpiercing, aber das Nasenpiercing war auch mit der Pistole? Ja. Und die Ohren jetzt auch. Also bitte, bitte alle ins Video schauen, bitte, bitte. Du hast ja kein Problem mit den Ohren, bitte, bitte, bitte nicht schießen lassen. Das ist so katastrophal schlecht und endet immer im gleichen Drama. So, brauchst du eine Hand, Michelle? Ja. Dann schnappst du die Nase. Kurzer Pieps. Ja, kurzer Pieps. Ich habe so Angst, dass sich das dann entzündet und ich so viele Probleme damit habe. Mit was? Mit Bauch? Ja. Schau, du bist bei uns. Ja. Du kriegst alles aus Titan, alles steril, du nimmst Pondelin Spray K mit, befolgst die Pflegeernährung, dann ist in 6 Wochen alles tiptop. Gibt auch keinen Grund, du brauchst gar keine Angst haben. Also, wenn du nichts das machst, was ich sage, alles anders machst, dann wird es garantiert problematisch. Aber wenn du dich an die Sachen hältst, die sind so easy, dann wird es wunderbar klappen. Du musst dich überhaupt nicht stressen. Normaler Atmen, ruhig bleiben. So. Ich habe auch alle überlebt. Michelle, das ist meine Zange. Nur die Zange. Alles gut, Michelle, ich verstehe das vollkommen. Nur die Zange ist das. Nur die Zange. Atmen, 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 das war's. Oh, das war Arsch. Das war Arsch. Naja, ich bin. Aber ich darf nicht schimpfen. Tut mir leid. Du darfst alles, was du willst, weil unsere Videos sind ja authentisch. Und wenn du schimpfst, dann schimpfst du halt. So. Das ist das Einzige, was unbedingt ist. Das ist alles dabei. Das war's schon. Ich bin fertig. Bin ich die größte Holzuse, das da jetzt? Nein, überhaupt gewesen? Nicht. Okay. Also ich muss sagen, das weiß, wenn ich ehrlich bin, war das von dir ganz normal. Also okay. Das ist alles normal. Es gibt ein paar, die sind tapferer als du, weiß man aber nicht, ob die das wirklich sind. Es gibt nämlich viele Leute mit Nervosität und Stress, die werden voll introvertiert. Yeah. Die reden gar nicht mehr viel, auch wenn es weht. Die werden ganz still. Dann denkt man im Video, denkt man, boah, ist die krass und so. Yeah. Aber das kann sein, dass die innerlich komplett durchdrehen. Und manche Leute sind halt voll am Schreien, wenn man hier schreit. Okay, die sind extrovertiert, du bist ganz normal. Also entspannt. Ja. Du kriegst von mir nicht den Prinzessinnen-Button, wenn du das willst. Das habe ich aber noch niemandem gegeben, aber dann ist es bei dir halt ganz normal. Entspannt. Einmal im Spiegel schauen, hä? Guckst du vom Kreislauf bitte kurz an, wie du dich fühlst, wenn du aufstehst, ob du das Gefühl hast, dass du schwindelig ist oder nicht? Oh, das sieht so fancy aus. Jetzt dreh dich mal kurz zu mir. So, ja, das ist schön, aber auch schön, dass ein Piercing. Fällt mir gut. Happy? Ja. Sagt die Mama dazu? Ja, gut, du hast nicht selber genug Piercings, also wenn du jetzt da schimpfen würdest. Aber es ist oft lustig, aber auch Mütter, die halt dann doch, weiß ich nicht, ein paar Piercings mehr haben und dann voll an diesen beiden Kindern, nein, die darf das nicht und so. Und ich denke, hey, ich das. Ich bin da ganz klar. Ja, ich brauche keine Piercings, ich habe alles Mögliche. Und auch mein Partner hat alles Mögliche, also
Nein, ich finde, es könnte, wie gesagt, also. Man lebt schon damit, man genau. Weiß so oft. Genau. Aber was auch lustig ist, ich habe teilweise Kunden, die haben bei mir, also nicht auch 10, 15 Business gemacht im Gesicht und Ohren. Und dann sind die Kinder oft voll Anti, die auch voll die Eltern und dann wollen die Kinder weder dazu noch Piercing, weil sie halt nicht so sein wollen wie die Eltern. Sie wollen bewusst anders sein. Und das dann hat genau das Gegenteil. Es gibt manche, die wollen alles, was die Mama hat, und alle sagen, na, bloß kein Piercing, sonst. Ich war nicht so dagegen. Nein, ich ein gewisses Alter habe ich schon erfasst. Du, genau, ich finde das immer die wichtigsten Eckdaten. Wenn alles passt, Schule passt und man vernünftig damit umgeht. Hände waschen, Hände desinfizieren vom Angreifen. Das heißt, in der Schule kriegst du hier ein Anfassverbot und bitte auch ein Zeigverbot. Weil wenn du jetzt bauchfrei rumläufst, sie dann zeigst, dann hustet natürlich der nächste niest, der nächste greift drauf, dann haben wir natürlich sofort die Entzündung. Das heißt, in der Schule. Genau, Highways tun sie bitte lassen. Mir wäre am liebsten, du hast was Tiefes an und hast ein Baumwoll-T-Shirt oder ein Body, eine Bluse an oder irgendwas, das da einfach reingeht, dass die Baumwolle geschützt ist. In der Schule. Daheim kannst du gerne von mir das Bauchfrei rumrufen. Außer du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, 7 Hunde, die dann und Katzen, die dann irgendwie rumrufen und die laufen auf den Bauch springen. Genau, die dann. Ja. Also, von der Pflege her. Zuerst Pondelin-Spray und Gel. Sprüh dir bitte Pondelin-Spray oben und unten auf den Bauch. Nimm eine Küchenrolle. Reinige oben und unten mit der Küchenrolle dein Piercing. Okay. Nimm dann das Gel, tropfen davon auf den Finger, oben und unten auftupfen, Piercing einmal bewegen, du bist fertig. Okay. 3 Wochen zweimal, 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Und in 6 Wochen machen wir einen Kontrolltermin zu wechseln, machen wir dann Schmuck. Jetzt aber nur zweimal am Tag. Ja, die ersten 3 Wochen zweimal am Tag, morgens und abends. In 3 Wochen machst du das dann noch einmal. Okay. Verboten, Dampfbad, Sauna, Solarium und Therme, bitte 2 Wochen nicht gehen. Sport, Haare waschen, duschen, darfst du morgen ganz normal und Haare färben, dann für selber wieder. Das gebe ich dir mit. Fragen, Michelle? Nein, eigentlich nicht. Schreibst du was? 1 bis 10? So? 5, 6. Okay. Wenn was ist, dann kommst du mir. Ja, genau. Aber nochmal, das würde ich sagen. Wenn du dich darum hältst und du kriegst die Pflege dann in der PDF, automatisch per E-Mail, kannst du auf der Homepage downloaden, aber kommt per PDF als Mail. Version. Einfach anschauen, wenn du dich darum hältst. Ich glaube, das ist gut. Okay. Danke, dann liebes Kommen. Danke. Und euch fürs Zuschauen. Servus, tschüss, Baba.